Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle mit dem Gecko Climber. Wir haben hier ja in der letzten Folge uns ein klein wenig umgeguckt und gehen jetzt hier mal noch ein bisschen weiter in der durch die Tentakelvilla der Gegenwart. So, hier haben wir nochmal zwei Türen, das kann man ja auch schon aus der Zukunft. Gucken wir erstmal hier rein. So, Schwester Edna, Video, Monitore. Was haben wir denn hier für tolle Monitore? Ich sehe einen großen pulsierenden Typen mit blauen Streifen drauf. Echt? Cool, den haben wir ja schon gesehen. Was? Drücke Monitor? Wieder weg! Ist ja gut. Hi, Danai. Was haben wir da? Dr. Freds Büro. Da passiert nichts. Tja, woran das wohl liegt? Und da oben nochmal? Etwas Seltsames passiert hier. Aha. Oh, da ist ja noch ein ganz nettes Poster. Wow, was für ein Mann. Keine Scherze, mein Lieber. Wieso? Ist das dein Liebster? Können wir den mitnehmen? Denk nicht mal dran. Eine Eule. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Tja, Eulen sind ja in, hab ich mal sagen lassen. Denk nicht mal dran. Und wen haben wir hier? Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Aha, was auch immer. Und hier ist noch eine tolle Statue. Seltsam. Muss ein Edison sein. Tja. Okay, dann quacken wir mal mit der Schwester Edna. Entschuldigung. Hallöle. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Sie müssen mich mit einem anderen Bernard Bernoulli verwechseln. Ja. Nein, du bist es. Das ist aber du schlecht. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Moment. Ja. Natürlich, aus dem Grund sind wir hier eigentlich, aber... Ich bin hier, um Ihren Videorekorder zu reparieren. Mein Rekorder ist nicht kaputt. Lass deine Finger davon. Na gut, das kann man ganz schnell ändern und so. Ich habe gerade die Statue bewundert. Genau. Dankeschön. Sie gehört seit der Gründerzeit zur Edison-Familie. Einer von Freds Vorfahren machte sie. Echt? Cool. Wie geht es, Dr. Fred? Nun, er ist immer noch besorgt über die finanzielle Situation. Er glaubt, es wäre alles sein Fehler, aber es scheint besser zu sein, seitdem er nicht mehr schlafwandelt. Oh, okay. Was ist so schlimm am Schlafwandeln? Genau. Normalerweise nichts, aber wenn Fred schlafwandelt, erinnert er sich an die Kombination vom Safe. Er ist dann im Büro, öffnet ihn, schreit wie eine Katze im Ofen und wirft ihn wieder zu. Irgendwas da drin macht ihm ziemlichen Kummer. Leider war ich nie schnell genug, die Kombination zu sehen, weil er so schnell ist. Na gut, ja, aber... Die Frage ist natürlich auch das hier jetzt eigentlich. Warum hat das alles angefangen? Wie hat er die Finanzen ruiniert? Tja, eigentlich sollten wir Millionen mit dem Computerspiel verdienen, das sie über uns gemacht haben. Aber dieses Genie hatte den Vertrag im Safe eingeschlossen und dann die Kombination vergessen. Okay, gut. Also das heißt, wir müssten irgendwie an diesen Vertrag rankommen. Na, mal gucken. Aber die Frage ist natürlich auch gut. Wie hat er es geschafft, mit Schlafwandeln aufzuhören? Er hat mit dem Schlafen aufgehört. Fred trinkt eine Menge Kaffee. Ich trinke nur entkoffeinierten. Ach so. Okay, das dürfte eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall gewesen sein, was wir machen müssen. Ziemlich gute Ausrüstung haben Sie hier. Ja, das Überwachungssystem ist das Beste im ganzen Staat. Echt? Oh ja. Ist das ein Plexus 7000 Videorekorder? Na klar, mit einem Doppelkobalt-Geschwindigkeitsmotor. Nicht anfassen. Coole Sache und so. Sind das xenophobe Kristallmatrix-Monitore? Das sind sie bestimmt. Die sind so klar, man kann sogar die Fliegen an den Wänden sehen. Nicht anfassen. Echt? So mit Ultra HD und so? Coole Sache hier, echt cool.
Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall! Okay, ich lasse sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Die klingt aber nicht so, als würde ich da gerne wieder hinkommen, die alte Hexe. Na gut, dann nehmen wir mal Tür Nummer 2. Und klick und rein. Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. So? Da läutet nichts, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Echt? Ja, das müssen wir eigentlich fast auch mal gucken. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Oh, Albträume. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Echt? Cool. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Och, nur Briefmarken als Freund, das kann doch nicht sein. Aber der Hamster da hinten ist doch bestimmt auch interessant. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, er sitzt einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... irgendetwas... passierte mit ihm. Ich kann mir vorstellen, was es war. Ich erinnere mich nämlich an eine Stelle aus Maniac Mansion mit einem Hamster und einer Mikrowelle, aber das ist eine andere Geschichte. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück. Mal gucken. So, aber... Was ist aus dem alten Hamster? Lassen wir es doch mal erzählen. Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Oh. Okay. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Ja. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Meine ich auch. Nun, manchmal benutzt er ihn im Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Echt? Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Oh. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein. Nein. Mir doch nicht. Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Das war doch kein Witz. Ich mach doch mal langsam. Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay. Ich hab ja meine Briefmarken. Echt? Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Echt? Aber... Wie geht's euch so? Papa ist im Keller und experimentiert. Mama ist nebenan und beobachtet eine Hochzeitsnacht. Ted ist im Garten. Hält er einen Bowlingkugelhalter? Eigentlich ist es ein Vogelbad. Aber was du sagst, klingt besser. Echt? Da muss ich mal gucken gehen. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Ja, mit dir auch. So, was haben wir denn hier alles? Verrückter Ed Edison, den gucken wir uns jetzt mal kurz an. Junge, er macht das schon seit dem letzten Mal, als ich ihn gesehen habe. So, und da haben wir doch einen coolen Computer. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. Echt? Ich habe gesehen, mit dem kann man reden. Hallo, kleiner Computer. Ich respektiere dich, obwohl du nur 64K Speicher hast. Der ist ja schon fast antik. Aber mit dem kann man ganz tolle Sachen machen, das kann ich euch mal zeigen.
Und zwar, wenn wir jetzt den Computer benutzen, dann landen wir beim alten Maniac Manson. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Wahnsinn. Ja. Aber das will ich jetzt hier nicht anfangen. Das können wir uns für irgendwann anders mal aufheben. Weil, ja, ist einfach ein bisschen zu viel des Guten. So, gehen wir hier mal wieder raus. Und haben wir noch den Hamster. Das letzte, was wir da haben. Oh, mit dem können wir ganz viel machen. Mal gucken. Gucken wir uns erstmal an. Er liest das Wall Street Journal. Wall Street Journal? Schade, ich hätte es gern mit ihm geredet. Na gut. Lassen wir den einfach mal Hamster sein. Und gehen noch eins weiter nach oben. Dann haben wir nämlich unsere Tour fast beendet. So, hier ist... Stopp, da ist nur die Falltür. Ein Schrank, ein Guckloch. Können wir mal in das Guckloch gucken? Mal schauen, was hier so ist. Da scheint nichts Gefährliches drin zu sein. Okay, dann machen wir die Tür einfach mal auf und... Hallöle. So, ein Bett. Es ist nicht ganz das Ritz. Okay, können wir hier eine Runde pennen und so? Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt vor Purpurtentakel. Ach komm, gut ausgeschlafen muss man da doch für sein. Na gut, dann haben wir hier noch das Fenster. Und dann sind wir hier. Da ist eine Kurbel, ein geschlossenes Fenster und der Kamin. So, Moment. Wupp, und schon sind wir wieder hier unten gelandet. So, okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir gucken mal einfach mal, was mit der Laverne in der Zukunft so passiert ist. Da sind wir hier noch, waren wir noch gar nicht. Die haben wir nur das, ich glaube, das vorletzte Mal irgendwann dann auch vom Baum runtergeholt. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Welche Show? Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Oh! Der redet? Na gut, gucken wir uns mal noch ein bisschen in der Zukunft um. Und bevor wir dann demnächst dann irgendwann, ja, in Ruhe weitermachen können. Oh, die spielen Karten. Da müssen wir doch gleich mal schauen, was die so spielen. Mau Mau? Wahrscheinlich gezinkt. Echt? Spielen die Mau Mau oder sowas? Aber reden wir erstmal mit dem, oder gucken wir mal. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Alter, mach das. Die Leine. Na gut. Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Oh. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Ja, okay, aber, genau. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. So, jetzt wird es aber auch noch mal langsam spannend. Wo sind wir jetzt eigentlich her? Wo sind wir gelandet? Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Hei, Danai. Das ist vielleicht einer. Na gut, mal schauen. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Die Antwort gefällt mir, die muss ich mir merken. So. Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar.
und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Tja, blöd, wenn die Welt von Tentakeln regiert wird. Guck mal, geh mal zu dem da mal und ups. Okay, gut. Hier kommen wir nicht raus. Alles klar. Okay, dann haben wir halt den Fett Edison. Was ist das denn für einer? Ich glaube, die beiden betrügen. Echt? Ja gut, die linst dem die ganze Zeit in die Karten. Der lässt irgendwie die Hälfte immer fallen, so. Was ist mit dir, du? Mit deinem Schaukelstuhl? Naja. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Echt? Cool. Was sagst du denn? Kann ich mit dir reden? Ich glaube, die beiden betrügen. Hey, gut. Dann bleibt eigentlich nur noch der olle Tentakelwächter hier. Na, dann quaken wir doch mal mit dem kurz. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? So, ja. Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Oh, aber, ja, ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Aha. Gut, Menschlein. Erledige dein Geschäft. Der hat hier auch seinen Schaukelstuhl. Ist ja nett. So. Hier geht es raus. Da ist ein Zaun. Was für ein schlechter Anstrich. Na gut, na gut. So. Juhu, da ist unser Chrono John. Aber viel mehr möchte ich in der Zukunft eigentlich noch gar nicht machen. Weil, ja. Ich mir jetzt überlegt habe, ich möchte das Ganze so ein bisschen episodisch aufbauen. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden zuerst gucken, dass wir den Hoagie soweit kriegen, dass der seinen Chrono John angeschlossen hat. Dann dasselbe mit der guten Laverne hier machen. Ja, die sich gerade im Ohr gepult hat. Und zu guter Letzt mit dem Bernhard die Maschine wieder anschmeißen. Und dann mal gucken, ob wir damit in die Zukunft, beziehungsweise in die Vergangenheit, beziehungsweise in die Gegenwart kommen. Und den Purpur-Tentakel hier aufgehalten kriegen. Das ist zumindest mal mein Plan. So, das heißt, wir verkrümmeln uns jetzt erstmal wieder zu Hoagie. Genau. So. Jetzt müssen wir gerade mal überlegen, was brauchen wir denn alles noch? Beziehungsweise, was haben wir denn? Da ist noch ein bisschen Wein. Einmal die Bürste, der Linkshänderhammer, genau. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was wir hier jetzt eigentlich wo brauchen. Den Essig haben wir da bekommen. Genau, und jetzt müssen wir mal anfangen unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. So, ja, mal schauen, ob wir irgendwas haben, was wir denen vielleicht noch geben können für ihr, Dingensbummenschen hier. Genau, was haben wir denn alles dabei? Will er vielleicht die Spaghetti haben? Ich will nicht. Ja, ich will sie geben. Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Echt? Was könnte man denn da reinpacken? Vielleicht ein bisschen rote Farbe. Ups, wollte ich doch gar nicht.
Nein, ich will nicht den Brief, sondern ich will die rote Farbe. Das ist ganz nett, aber es passt nicht zur Zeitkapsel. Na, vielleicht ein guter Tropfen aus der Gründerzeit. Das ist doch genau das Richtige für in so eine Zeitkapsel reinzupacken, oder? Guck mal. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Tja, mal schauen, was man da so kriegt. Hui. Coole Sache und so. Okay. Ja, und ich denke, als nächstes sollten wir vielleicht mal dafür sorgen, dass es dem John Hancock nicht mehr ganz so kalt ist. Es müssen wir nur den George dazu kriegen, dass dem kalt wird. Und da habe ich auch schon so ein paar Ideen. Dafür müssen wir doch mal in die Gegenwart. So, und zwar habe ich hier doch, haben wir doch irgendwo so ein paar hübsche Klapperzähnchen. Guck doch mal hier, klappernde Zähne. So, die müssen wir doch irgendwie jetzt kriegen. Da komme ich von hier nicht dran. Spring, der kleiner Dussel. Na, komm schon. Jetzt... Irgendwie hat das doch mal geklappt gehabt. So, nimm mir die doch nochmal mit. Da komme ich von hier nicht dran. So. Ich weiß noch, dass das so irgendwie doch gegangen ist, wenn ich das noch richtig weiß. Jetzt müssen wir nur den ollen, Jetzt müssen wir doch nur den, den George Washington dazu kriegen, dass er die... Komm, jetzt sind sie doch da in die Ecke gedrängt. Kann ich mit dir reden vielleicht? Da komme ich von hier nicht dran. Nee, nicht den Zigarren. Ich will die klappernden Zähne haben. Ah, schau doch mal, da sind sie gefangen. So, dann krallen wir sie mal direkt. Sehr schön. So. Und jetzt können wir die klappernden Zähne hier direkt zu Hoagie schieben. Genau. Macht die Sache etwas einfacher. Ich renn kurz zum Chrono John. Yo, tu das. Da ist was im Chrono John. So. Und wenn wir jetzt zu Hoagie gehen, sind wir wieder da, wo wir waren. Und haben uns jetzt die tollen klappernden Zähne, müssen wir jetzt im Inventar haben. Genau. Vielleicht mag sie ja der George haben. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Ja, aber die Holzbeißer hier sind doch nicht so ganz das Wahre. Naja. Ich würde mal sagen, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!